Trust only in the Force. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit Frisian von Team Elfisch, das bin ich. Und letztes Mal habe ich ja geglaubt, ich hätte eine gute Möglichkeit, um schnell Fähigkeitenpunkte aufzubauen, aber das war mir doch zu lang, also habe ich es ganz schnell aufgegeben. Einmal machen wir es jetzt noch und dann geht's weiter, wahrscheinlich zur zweiten Schwester. Wir werden sehen. Ich gebe mir auch Mühe, dass ich dieses Mal ein bisschen schneller vorankomme. Einmal machen wir es noch. Komm, Schlachen tot. Bam. Hallo. Kollege. Kollege. Okay. Kommst du? Kommst du? Kommst du? Schlag mal zu, schlag mal zu. Was war das? Bin noch nicht mal getroffen. Jetzt geht's weiter, Leute. Tut mir leid für die eigentlich ganz dämliche Unterbrechung. Hätte aber auch funktionieren können. Zack. Jetzt gucken wir uns mal die anderen Kollegen an. Wollen wir die erstmal machen lassen? Hallo. Na gut. War da oben noch ein Bock? Hallo. Scheiße, das war nicht gut. Egal. Wir haben's ja. So, jetzt gucken wir mal, wo wir sind. Okay, da werde ich wahrscheinlich irgendwas verbrennen müssen. Okay. Diese blöden Ratten, ey. Boah! Das ist aber auch fies, ey. Während ich da das Kabel einstecken muss, auf mich loszugehen.
bin ich wieder da hinten, ne? Ja. Dann können wir uns auch noch mal die Punkte holen hier unten. Ich hätte nie gedacht, dass ich als Letzter übrig bleibe. Du bist erledigt. Nimm das! Bleib stehen! Hab dich! Stups! Das, hab dich! Das ist unmöglich! Mann, das hat schon lange genug gedauert. Hallo, schieß doch! Komm noch mal her. Werf einen rüber, BD1. Jo, scheiße. Hier oben. Das ist aber gefährlich. Stimmt zu mir. Oh, ich muss den Gegner, der mich gekillt hat, nämlich da oben, die Ratte. Die brauche ich dringend wieder. Damit ich meinen aufgefüllten Balken wieder kriege. Aber vorher kann ich auch noch mal regenerieren. Aber ich hatte ja versprochen, ich mache ein bisschen schneller diesmal. Deswegen gehe ich jetzt weiter. Tja, manchmal ist nicht alles so rosig, wie es aussieht. Hohoho, hat er gut weggebumst da hinten. Lass deine Waffe fallen! Lass deine Waffe fallen, meint er zu ihm. Jo. E. Ach so, das hatten wir ja schon mal. Nee, das lassen wir lieber so, wie es ist. Das einfache Schwert. Nein, ich glaube, für den Bock brauchen wir das Doppelsaver. Ich weiß aber nicht, warum der nicht runterfällt, der kleine Drecksbock. Boah, hat der wieder ausgetreten. Oh, nicht nach hinten. Ich mein's doch nur gut mit euch. Da war ich beim letzten Mal besser drauf. Naja. Wieso hatte ich keine Macht mehr? Wir machen einfach weiter. Straight away. Geht's hier eigentlich lang? Nee, da muss ich noch nicht lang, da geht's auch nicht weiter. Da gibt's nur einen Kampf mit so einem Blechbärni, da brauchen wir nicht. Du kannst das
Da kämpft jeder gegen jeden, das ist echt geil. Hallo. Oh oh. Na also, sind wir schon ein bisschen geschickter diesmal. Den Bock, den brauche ich. Der Bock war das? Na also, kleiner Mistsack. Ach, er ist da unten auch noch. Kann ich das auch wieder loslassen? Das ist ja geil. Das bringen wir dann einfach mal hier rein. Leute! Ich will das loslassen. Y, wer hätte das gedacht? Ist da unten so ein... Das ist ja auch echt ein bisschen dämlich, oder? Die Halterung ist die gleiche wie in dem anderen Grab. Gut gesehen. Ich seh's. Eine Kugel treibt diese Laterne an. Das ist ja schön, aber ich bin mir noch nicht sicher, was ich da mache. Mistratte. Schon wieder ein Stim deswegen nehmen. Kann ich das von hier auch holen? Ja. Das sollte ich tun. Hallo. Kommst du zu mir? Komm doch. Ja, komm. Ja, fein. Mit dem Doppelschwert brauchen die ein paar Hiebe mehr, die Sackgesichter. Okay, hier brauche ich eine Laterne. Interessant. Die sind grün, also muss ich die auch wegkriegen können. Muss da hoch, weil da komme ich nur da hoch bei den Ranken. Es wäre cool, die irgendwie verbrennen zu können. Oh, da. So geht's auch. Echo.
Das war ein Zeichen von Respekt und Ehrfurcht vor dem hier vergrabenen Weisen. Okay. Das ist nett. Jetzt habe ich das Ding da hochgezogen. Wie komme ich da oben hin? Muss da oben drauf. Kann ich nur runterrutschen. Wo war denn dieser Blechbär nie gerade, wo ich gesagt habe, da muss ich nicht hin? Da. Das ist aber eine ganz andere Richtung. Müsste... Genau hier müsste ich hoch irgendwo. Stehe gerade hier. Müsste dahin. Ah, okay, da lang. Okay, dann muss ich über diesen Block da hinten. Aber ich könnte ja auch mal versuchen, hier so eine Laterne mitzunehmen, wenn die Macht reicht. Aber durchs Wasser kriege ich die wahrscheinlich nicht. Pass auf. Ah, nee, das schaffe ich nicht. Verhindern wir das Erlöschen der Kerzen. Ja, wir können ihre Metallgehäuse benutzen. Hä? Das raff ich nicht. Ich meditiere, aber ich werde mich nicht ausruhen. Denn neue Gegner brauche ich jetzt nicht. Die Halterung ist die gleiche wie in dem anderen Grab. Gut gesehen. Kiri! Ich seh's. Eine Kugel treibt diese Laterne an. Ah, okay, da oben. Ich seh's. Eine Kugel treibt die Laterne an. Was meint er denn hier unten? Ich will da nicht wieder runter. Oh Leute. Dabei hatte ich es euch doch versprochen, ein bisschen schneller zu sein. Welche Laterne? Die kann ich nicht rausnehmen. Das? Ups. Komm. Würdest du mir bitte helfen? Gute Aktion, BD. Gleiche Halterung. Was meint er? Hier durch eine Laterne. Ich sehe hier keine Laterne, die ich rausholen kann. Wenn die Laterne runterfällt, bricht sie bestimmt auf. Okay.
Das ist mal ein Tipp. Könnte natürlich. Ich raff's nicht. Ich kann da auch nicht drauf springen, drunter. Ach so, ich muss es runterlassen. Ich muss das Ding wieder lösen da unten. Wo ist es denn hier? Also muss ich das erstmal so machen. Und hier wieder hoch. Zack. Und zack. Gut, dass ich nicht meditiert habe. Nur Sie halten diese Kette zusammen. Was? Wie verhindern wir das Erlöschen der Kerzen? Ja, wir können Ihre Metallgehäuse benutzen. Okay, ich gehe erstmal hoch. Wenn ich sterbe, dann ist es so. Kämpfe mit mir! Er kommt nicht durch die Tür. Ich fasse es nicht. Streng dich mehr an! Hast du Angst vor einem Treffer? Bleib stehen und kämpfe gegen mich! Oh. Ich werde dich erledigen! Ich werde dich aufbluten lassen. Du bist echt schnell. Hör auf zu laufen. Na also. Jetzt habe ich die ganzen Feinde wieder da, oder? So, liebe Leute, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich jetzt machen muss, aber keine Ahnung. Ich kletter immer hoch. Ich muss gestehen. Den mache ich platt. Komm her, du Jedi-Abschaum. Ich beuge mich nicht vor dir. Dein Leben ist verwirkt. Locke ruhig, solange du noch kannst. Kümmere dich mal um die Ratte. Hattest du gehofft, du kannst mich treffen? Erliege deinen Wunden. Ich werde dich auslöschen. Du gehörst mir. Kommst du zu mir, Ratte? Ja, gute Nummer. Ratte. Okay, jetzt schauen wir mal, was hier weitergeht. Das ist aber auch schon mal einfach. Ich will dich haben, du Arsch. Dein Leben gehört mir, Jedi. Dieser Sieg gehört mir allein.
keine Ablenkungen mehr. So zerbrechlich. Ich werde dich in Streifen schneiden. Noch ein Treffer gelingt dir nicht. Stell dich, Feigling. Zu langsam. Ich vollziehe den Willen des Imperators. Ich habe noch keinen Treffer gelandet bei dem Arsch. Nimm das. Dafür bezahlst du. Hau ab! Verräter! Bleib stehen und kämpfe! So gut bist du gar nicht. Down. Weiter, 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 weiter. Los, vorrücken. Ich sehe dich, Jedi. So leicht besiegst du mich nicht. Du triffst mich nicht. Du wirst mir unterliegen. Sag mal. Hab's erledigt. Du entkommst mir nicht. Komm, ich bereite dir dein Ende. Ich werde das hier beschleunigen. Du wirst niemals entkommen. Oh, fick dich! Wieso schaffe ich dir nicht mehr? Ich will dich schaffen. Du bist so schwach. Es mangelt dir an Raffinesse. Du wirst sterben. Ich bleibe stark. Bereite dich auf den Tod vor. Du kannst nicht ewig weglaufen. Warum versuchst du es überhaupt? Ach komm, ey, jetzt fällt er da runter. Langsam langweile ich mich. Ich werde da. Ein Jedi Angriff. Kann ich einen Stim kriegen, BD? So. Da ich an dieser Stelle die Zeit vergessen habe, muss ich heute mal anders abmoderieren. Ich möchte mich recht herzlich bedanken fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder da. Hat's euch gefallen? Vergesst nicht das Liken, Kommentieren und am besten noch Abonnieren. Also, bis zum nächsten Mal.